Hallo und willkommen zurück zu einer Folge von DC Stand Alone. Zu zweit. Gut, wir laufen, also ich möchte ihm was zeigen. Und nasse Fuße. So muss das. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber ich weiß exakt, wo es war. Nicht schlecht, also das ist wild. Ich wusste es nur nicht. Ich muss den Einsteiger, nach dem Respawn muss ich noch das Paket umändern, das Anfängerzeug. Aber was ist, wenn wir jetzt schreiben? Wie schreibt man denn hier? Da steht trotzdem Survivor. Ja, das ist halt dumm. Ich raff das auch nicht, warum das so ist. Ob man das nochmal extra einstellen muss, muss bestimmt irgendwie. Vielleicht muss man tatsächlich erstmal sterben für den Server quasi, dass der Server. Jetzt habe ich auch vorhin schon, das habe ich vorhin auch schon überlegt, wo du das erste Mal versuchen wolltest reinzukommen in den Namen und so. Und ich dachte, muss man das vielleicht deswegen machen oder so, aber das, ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen dolle. Ja, das ist ja, naja, gut, doch, in Real kannst du dich ja auch alle 6 Monate alles ändern, alles. Wie jetzt? Na, kannst du sagen, du bist männlich, jetzt auf einmal weiblich, dann wieder männlich. Das kriegst du auch in alle 5 Minuten, nicht alle 6 Monate. Heute fühle ich mich wie ein Teig. Oh, knetig. Ich möchte einfach nur liegen, vor allem, oh Gott. Liegen bleiben und gehen können. Gehen. Hä? Ich glaub, entweder so bist du blind auf beiden Augen oder einfach nur taub. Was? Nicht taub, Teig. Taubes Teigchen. Ja, da gab's wirklich so ein Video mit so einem Typen, der das gesagt hat. Traurig. Teigig meine ich. Ja, da hat er sich auch gefühlt so. Traurig? Beides. Vor allem in die Richtung haben wir uns jetzt gebettelt. Ja. Noch Fragen? Oh, mein linker Zeigefinger, ich kann nicht mehr, ich muss mal kurz anhalten. Oh! Linke Zeigefinger? Ach so, ja, ich spiele doch anders, das weißt du doch. Ach, immer noch? Ja, natürlich, sowas kann man sich nicht umgewöhnen, ich habe damit angefangen. Ich konnte damals mit Mauspad spielen wie ein Gott. Mit Mauspad konnte ich zocken, über Laptop. Ja, Mauspad geht ja auch noch an sich. Ist zwar räudig, ein bisschen, aber wenn du es dir von Anfang an angewöhnst, ist es normal für dich. Naja, es war normal, ja. Ja, ja. Nein, und das mit ist der normal, Maus, so spielt doch keiner. Mit Maus konnte ich gar nicht spielen. Das gewöhnt man, da trainiert, naja, das gewöhnt man sich ganz fix an, sowas. Hat vielleicht so, keine Ahnung, 12 bis 13 Jahre gedauert nur. Ja, siehste. So viel Zeit habe ich nicht. So lange will ich nicht beschissen spielen, oder willst du mich so lange als beschissen Mitspieler dabei haben? Schieß dich ab. Siehst du? Das machst du denn 12 Jahre lang. Und ich hab's noch nicht gelernt, weil du mich jetzt mal umgebracht hast, wenn ich loslaufen wollte. Ist klar, ich bin tot. Ja, ich spiel behindert. Mein Zeigefinger ist auf W und nicht auf D. Es tut mir leid, Leute, es ist einfach so. Und auf D ist mein Daumen und mein Stinkefinger ist auf A. Damit ihr es alle mal wisst. Boah, der ist bei mir auf W. Ich bin behindert. Also, es hat mir am Anfang keiner gezeigt. Ich hab's einfach so gemacht von Anfang an. Warte mal, wie? Nochmal? Sag nochmal. Linke Zeigefinger auf W, ja. Daumen auf D und Stinkefinger auf A. Daumen auf D? Ja, Daumen auf D. Alter, warte, ich versuch's jetzt mal. Ja gut, okay, jetzt ist ja hier nicht so viel. Es ist eigentlich easy. Aber was nur scheiße ist, Gott, das Alter. Muss ich aber ehrlich zugestehen, und zwar, wenn ich irgendein Autorennen spiele oder so, wegen Driften. Das kann ich nicht in jede Richtung. Ach, die Leertaste, der Daumen fehlt dir dadurch. Mhm, genau. Das kann ich nach links, aber nach rechts nicht richtig. Daumen bei GTA damals war immer nach rechts scheiße. Da habe ich es dann immer nur mit Bremsen, mit S probiert. Es ging auch, aber ich konnte nie Dingstaste, also Handbremse machen. Was denn? Ich glaube, das war hier unten. Alter, wie du sonst hergelaufen. So, okay. Nein, wir gehen zum Auto. Hätte ich jetzt geschossen, hätte ich genau dran vorbeigeballert. Wir gehen jetzt zum Auto. Das ist ja unnötig. Komplett die andere Seite. Spielt so, wie ich spiele. Los, spiel behindert. Nee. Ey, komm, wo ich damals angefangen habe, so zu spielen, da habe ich ja noch hier, das war damals da in der Schule, wo wir auf Jetzt spielen, wir es immer gezockt haben. Bei den Spielen war das scheißegal. Und so habe ich mir das halt damals angewöhnt. Ach, stimmt. Ja.
Jetzt spielen die da, jetzt spielen wir. Habe ich mir das angewöhnt, weil da wusste ich, okay, WASD muss ich benutzen. So habe ich so angefühlt, so von wegen, mit welchem Finger am besten habe ich das so gemacht. Und so habe ich bis jetzt immer weiter gemacht. Wenn ich das anders mache, Alter, ich kriege jetzt schon einen Krampf, wenn ich das nur ausprobiere. Das ist total ekelhaft. Weil ich immer irgendwie, denn wenn ich gerade aus die Zeigefinger nutze, mir auf D, das geht gar nicht. Aber was, wie machst du das, dass du, wenn du jetzt springen willst, was machst du dann? Du Daumen. Musst jetzt, ich sage mal, ich übertreibe jetzt mal, du musst. Dann nehme ich den Daumen. Geradeaus gehen und gleichzeitig aber auch nach rechts. Ja, das ist schlecht. Dann entweder switche ich denn aus irgendeinem Grund, aus Not, mit einem Stinkefinger schnell auf W, Zeigefinger auf D und dann Leertaste halt mit Daumen. Das ist dann so, keine Ahnung. Das ist denn drin, diesen Moment denn, aber für die ganze Zeit geht das nicht. Also du hast doch die ganze Zeit die Hand richtig schräg. Also ich habe jetzt. Oh nee. Ich hab's, Alter, ich hab's ja gerade. Geht doch gar nicht. An die D. Oh Gott. Hä? Ich hab die übel. Wie denn? Hast du. Keine Ahnung. Ich hab die einfach gerade, genau davor. So. Aber mit. Wenn ich den Daumen auf D habe, dann. Ja. Hab ich ja quasi eine Faust. Ich hab ja die ganze Zeit so eine Faust. Ja, hab ich auch. Ach so. Weil ich hab die ja glatt. Ich hab's ja einfach nur länglich halt quasi. Meine Hand. Ich hab's ja einfach länglich. Oh, oh Gott. Ich komm mit dem Daumen bis da unten an Ende der Tastatur. Unten. Ohne Probleme. Ich mein. Ja, gut, das ist aber auch eine halbe Faust, ne? Nein, nein, nein. Vielleicht ein Sechstel, Alter. Wenn überhaupt. Das ist so ekelhaft. Ich will nach rechts und links, dann höre ich auf zu laufen, dann gehe ich nur nach rechts und links, wenn ich so mache, jetzt wie du spielst. Ah, schon wieder. Alter, ist das ekelhaft. Ja, es geht bestimmt, wenn ich mir das irgendwo. Aber ich habe halt keinen Sinn dahinter, das halt zu machen, weil es klappt halt trotzdem bei mir. Wie gesagt, das Einzige, wo es halt wirklich problematisch ist, ist bei Autorennen, wenn ich driften will mit Handbremse. Ja. Na gut, da kannst du ja auch woanders drauflegen. Den Drift-Taste. Ja, gut, das nicht mal unbedingt. Ich kann ja im Grunde die normale Bremse nutzen mit S. Ja, gut, bei das geht auch. Kannst du ja bei vielen. Ja, da geht das nicht so perfekt wie mit der Handbremse, aber an sich geht es. Und darum habe ich nie den Sinn darin gesehen, das richtig rum irgendwann mal zu machen. Jetzt schnell nochmal in das letzte Haus hier und dann fahren wir. Mal gucken, ob wir da hinkommen, wo ich jetzt eigentlich mit dir hingehen wollte. Wenn nicht, fahr. Zombie, ist jetzt nicht dein Ernst. Komm zu dir. Er ist bei dir. Oh, genau an seiner Hand dran vorbei. Er kommt. Alter, eine laute Waffe. Was hast du gesagt? Die war so leise. Oh, die Armbrust, Alter. Ich liebe die immer noch so sehr. Wir müssen mal ein Reel mal wieder. Nochmal mit Armbrust schießen. Ja. Nicht immer nur mit Raketenwerfer, ey. Das ist so langweilig. Hätte ich auch noch zu gerne als Airsoft. Wo kommt der denn jetzt her? Hab extra leise geschossen, dass keiner kommt. Aber der hat sogar einen selbstgefertigten Rucksack. Ist das Jute-Umhängetasche. Nein, Jute-Umhängetasche. Das ist ein Jute-Beutel. Oh, das. Die Jute. Wir sind doch jetzt hier. Wann kommt eigentlich unser Real-Life-Humbi? Hier sind wir. Achso, ich glaube nie. Ich wollte mich sowieso nochmal mit dir irgendwas unterhalten. Oh. Was machen wir denn später? Oh, fragt halt wieder nach den Millionen Euro. Ah, nicht ganz, aber was man vielleicht wegen Anlegen mal machen könnte, sowas wollte ich nicht mal was fragen. Ich hab dir schon 6 Millionen gegeben. Das wäre geil. Dann würde ich bestimmt nicht weiter arbeiten bei mir, ganz ehrlich. Würde ich ja auch nicht weiter arbeiten. Alter, dann hätte ich mir schon längst den Laden da unten aufgekauft und hätte da was abgebrannt. Das wäre assi, das wäre richtig assi, das wäre so gut, wäre das. Das würde ich ihm so gönnen, ey. Nee, Alter, ich hätte daraus mein Arcadia gebaut. Alles mit so alten Retro-Dingern. So alten Retro-Games, auch diese Automaten und sowas, und hast du nie gesehen, Alter. Oh, Pinball und so ein Scheiß, alles sowas. Ja, ist halt das große, ganz große. Naja, gut, okay. Dann würdest du es einfach nur just for fun machen, und weil du halt bist ja reich, sag ich mal. Ja. Andere sind ja bei euch im Dorf ja pleite gegangen. 3 Stück. Weißt du, gibt es den einen oben noch bei dem oberen Kreisel? Also nicht bei der Schule unten? Die Pizzeria? Nee. Die war auch eine Spielhalle.
Also die Spiel, das ist sowieso weg, ne? Für den Arsch sowas. Ach so. Also ja, kommt drauf an, in was für ein Dorf, da musst du ja wirklich irgendwelche Suchtis haben, die da mal hingehen, sonst lohnt sich so eine Spielhalle ja wirklich nicht. Nee. Wenn da nicht, weil wer macht denn sowas? Großartig. Heutzutage gar keiner mehr. Ja, deswegen, ich meine... Was ich schade finde, ich finde es ganz geil. Wenn... Diese Glücksspielautomaten? Nein, diese Spielautomaten, die normalen da. Ja, sowas keine Ahnung, Pinball oder hier sowas. Hier gibt's nur sowas mit Glücksspiel. Ach so. Hier gibt's keine normalen Spielautomaten-Gedöns, also so wie du meinst, diese Retro-Dinger. Ach so. Das sind nur die Glücksspieldinger, deswegen meine ich ja, wenn du so einen hast, dann musst du auch so einen Kaff haben, wo da 20, 30 suchtig sind, die den ganzen Tag ihr ganz gutes Geld verballern, dann lohnt sich das. Nein, aber ich meine ja, wenn du wirklich reich bist, dann baust du sowas auf eigentlich für dich. Ja, natürlich. Und andere lässt du dann halt für einen Penny rein quasi. Ja. Die können sich halt vorne, keine Ahnung, so Lose kaufen oder sowas, dass sie damit spielen dürfen und fertig. Das wäre so mein Traumberuf, ja. Das wäre so, ey, das wäre so geil. Alter, ey. Das wäre wirklich so meins. Ich will gar nicht wissen, was so ein Automat kostet. So ein richtiger. Ja. Du, also wenn ich das Geld hätte, ja, Alter, das wären alles richtig übertrieben geile. Zwar vielleicht auch so auf alt, aber so vom Optischen her, aber eigentlich so auf neu, dass halt wirklich immer funktioniert die Scheiße. Und dass du nicht ewig irgendwen brauchst zum Reparieren oder sonst irgendwas. Ich gucke hier gerade nach Flipper. 7.000 Euro. Ja, gut. Da würde ich mir aber auch tatsächlich nur welche raussuchen. Von den, es gibt ja immer welche so, damals gab es ja immer welche von den alten Filmen und sowas, so ein Abklatsch. Ja, Jurassic Park hier zum Beispiel, ja. Genau, zum Beispiel. Und sowas würde ich halt, was ich halt damals immer so geil fand von den alten Filmen und so, oder was so retromäßig immer geil war, das würde ich mir tatsächlich raussuchen. Okay, das sieht geil aus. Zum Beispiel von Zurück in die Zukunft und alles so ein Zeug und sowas. Oder vielleicht noch ein bisschen was Modernes, vielleicht noch mit Marvel und so, das zieht halt auch, das ist halt auch geil. Ich hoffe, ihr seht das auch gerade, Leute. Ich glaube aber, ja. Ey, hier gibt's schon geile. Ach, mein Vater so hat seine Werner immer noch nicht wieder. Ja, das, Alter, ganz ehrlich, Alter, ich wäre da so hinterher. Ja. Das geht gar nicht. Die Simpson? 3.700, Alter. Aber ganz ehrlich, wenn du nachher die 6 Millionen hast, Alter, wäre mir scheißegal. Ich meine, guck mal, wie viel holst du von den Dingern? Ich sag jetzt mal so grob, sagen wir mal, du weißt doch, wie groß der Laden ist, da wo ich arbeite. Ja. Ich sag mal so, was hast du denn von den Dingern? Ich sag von denen, so würde ich sagen, circa 10 Stück. 10? Ich hab 5 gesagt und fand das schon ziemlich viel. Na, ich finde so ein bisschen aufgeteilt, weil muss ja ein bisschen was stehen, finde ich. Ja. Vielleicht hinten, vielleicht weiter hinten so eine kleine Ecke, wo man mehrere hat oder so und vielleicht weiter Billard. Vorne noch einen anderen. Billardtisch. Ja, genau, oder Billard vielleicht auch noch, genau. Das wäre halt auch wieder geil. Sowas. Hinten, also quasi wenn du reinkommst, hinten, wo das Lager war damals, da könntest du ein Bowling reinbauen. Ja, das hätte man damals auch schon mal überlegt, wenn man sowas kaufen würde, ja. Das würde halt auch gehen, ja. Jo. Ich meine, da könnte man zur Not in eine von den Ecken links und rechts hinten tatsächlich vielleicht so eine einzelne Bahn machen. Oder hinten links eine, hinten rechts eine und dann in der Mitte wieder was anderes, wo sich Leute vielleicht aufhalten können oder so. Da könnte man so viel eigentlich draus Geiles machen. Oh ja. Aber das ist so verschenkt bei dem, ey. Ja, leider. Aber das Schlimme ist, dann würde es mir auch links. Spaß machen wieder. War immer Überlegung, um was anderes rauszumachen, zum Beispiel irgendwie so eine Art Pizzeria oder so, irgendwie sowas. Hat er gesagt oder was? Ich glaube auch, ja. Wow. Und ganz ehrlich, das würde mir mehr Spaß machen als das aktuell, also. Ja, das glaube ich. Entschuldigung, das glaube ich. Wenn er das annehmen würde. Na gut, nee, ich würde ihm das nicht gönnen, dass ihm so ein Arcadia gehört, weil es ist. Aber obwohl, wenn ich denn da arbeite. Und ich meine Ruhe habe und dann auch dementsprechend das Geld kriege, wäre es ja auch scheißegal. Kannst du nur sagen. Du willst hier was. Hier links ist ein Loch. Warte mal. Ja. Ah, nicht rennen. Oh, das verbraucht so viel alles. Das ist scheißegal. Just wanna have. Achso, ist wieder nur so klein. Das sah ein bisschen größer aus. Es geht, also wenn du vorne und hinten eine Mauer ranmachst, dann hast du hier auch einen kleinen geilen Bereich, muss ich sagen. Ja. Es fehlen so richtige Höhlen, fehlen halt wirklich. Ja. Und noch richtige Bunker, so wie der eine auf deiner Map damals, also.
Ich weiß nicht, ich meine, die erste Karte ist geil, ja, aber so kleine Details fehlen einfach. Mensch, wie geil wäre das, wenn es jetzt hier diesen Bunker geben würde, wie auf der anderen Map? Oh Dass ja. du immer so irgendwie so eine Art kleine Mission machen könntest, weißt du, den Bunker zu clearen, fertig zu machen. So kleine Instanzen fehlen eigentlich nur noch in dem Spiel. Dann Ja, wäre es Mission, perfekt. genau, ein paar Missionchen, so gesehen. Ja. Irgendwo, wo du einen kleinen Raid machen. Na, Raid, halt wirklich so eine Art Instanz, sag ich mal. Wollen wir mal hier So halt wie ein kurz Bunker. clearen? Ja. So, die sollen hier mal. Ja, okay, der eine kommt, das ist gut. Den mache ich. Ich ziel nur mit drauf. Oh mein Alter! Gott, ist der schnell! Ja. Alter, boah, das ist so lange hätte ich nicht erwartet. Ich gehe auf den rechten. Ja, warte, 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 okay. Ja gut, ich soll. Sache lang? Ja. Alter, wie Das. hängt meiner halb in der Luft? Ich weiß nicht, ob ich fallen will. Das ist ein bisschen kalt auf dem Boden. Achso. Über 7 Brüste musst du gehen. Nee, weil ich überlege da zurzeit wirklich, ob ich irgendwie sowas mal angehe. Mit was zurückzulegen für später jetzt irgendwie, aber richtig. Mache ich ja auch jeden Monat 366 Euro plus 200 Euro plus, also quasi 566 plus das, was am Monatsende noch übrig ist. The Das fuck? sind manchmal 150, manchmal 0, manchmal minus, also manchmal muss ich mir nochmal was zurückholen. So viel. Jo. Du sagst nochmal, du bist nicht reich. Was hat das mit reich zu tun? Ist einfach so. Ich kau, ich gönn mir halt auch nichts. Oh, der ist gerade gespawnt. Bei mir jedenfalls. Hey, nee, der stand bei mir schon die ganze Zeit. Boah, der ist gerade bei mir plopp, plopp, plopp und dann hat er auch Farbe bekommen. Du, ich gönn mir halt auch nichts. Guck mal, ja. Wenn man jetzt bedenkt, klar, der Grill. Der war jetzt auch nicht billig, aber eigentlich schon. Eigentlich war der billig. Was? 460 Euro. 400? Ja, Sommerschlussverkauf. Achso, ich dachte immer noch für die 700 noch was, was das da war. Nö. Und für Okay. 460 Euro ist so ein großer Grill echt günstig. Mein Schwiegervater will genau denselben auch haben. Ich habe gesagt, es war jetzt der letzte leider. Oh Scheiße, Alter. Es kotzt wie schon immer, wenn ich das Spiel spiele und wir irgendwie beim Wald oder so lang gehen, habe ich Bock rauszugehen. Ich habe schon wieder so Bock raus, einfach durch den Wald. Da gucke ich auf mein Thermometer und draußen steht 29,8 Grad. Ja, dann war es das wieder. Wow, zwei Dietriche auf einem Boot. Oh, bei dem hier ist gar nichts. Wow. Und ein Trockensack auch noch. Also hier hinten lang sind wir, glaube ich, wirklich noch nie. Naja, ich das eine Mal. Da hinten waren ja auch so Höhlen, auch so wie hier quasi. Nur ich glaube ein bisschen länger. Da war ich schon lange, lange, lange mit dir hin. Ist das jetzt das, wo du hin wolltest, sowas? Ja, die Berge dahinter. Ja, diesmal kann ich wirklich sagen, dass ich da noch nicht war. Dann zieh dich mal an. Ist zu Spaß. warm. Bestimmt nicht. Kannst bleiben oder Pepper weg. Obwohl ich finde, heute geht's tatsächlich. Ja, durch den Wind, das geht echt. Na gut, gestern war stürmisch, aber 32 Grad. Weil heute habe ich nicht so einen Schlag abbekommen, als ich rausgekommen bin. Unten aus der Firma. Oh. Nebenan ist ein Büro und ne? Die hat dann Tür aufgemacht, weil denen zu kalt war. Da habe ich mir so gedacht, Alter, macht doch eure scheiß Klimaanlage aus. Limme. Habe ich alles reinbekommen. Geil, habe ich mir so gedacht, ey. Muss hier links irgendwo sein. Angel. Oh, Angelhaken. Makellos, makellos. Immer schön Tomate futtern hier. Euch. Lecker. Zu bauen ist bestimmt auch ein bisschen chillig. Du Weil eigentlich ist würdest hier bis hinten jetzt auch noch nichts, mit ne? Auto hinkommen. Ja, deswegen. Ist ja auch ein guter Spot für PvP. Ja, gut, die haben bestimmt aber auch schon einige gebaut. Weil hier ist Boah. halt wirklich nichts.
Also ganz ehrlich, bei PvP würde ich eigentlich immer nur Rucksäcke verbuddeln und fertig ist. Ja, nee, ist ja auch irgendwie ein bisschen so. Da suchst du hier irgendeinen Busch irgendwo. Ah ja, gut, die kann man abbauen. Ja, trotzdem irgendeinen Spot. Fertig, das ist eigentlich... Oh, der ist makellos. Meiner ist makellos. Es ist halt so eine Sache, also ja, an sich, klar kann man das so machen. Ja gut, aber wenn du eine richtige Base aufbauen willst, auch für den Arsch eigentlich. Weil du brauchst erstmal die Nägel, du brauchst erstmal das Werkzeug, damit du überhaupt so viel Bretter auch noch herstellen kannst und alles mögliche. Ja. Dann noch das andere, vielleicht noch das Seil und auch noch, ja gut, das Seil kann man ja mittlerweile selber herstellen aus Tüchern oder so oder aus Fetzen, das geht ja. Aber bevor du das alle anderen nicht hast mit Nägel und Werkzeug und sowas, da kannst du ja gar nicht anfangen, eine Base zu bauen. Und dann musst du auch nur die Möglichkeit haben, in der Nähe so viel Material zu finden. Das stimmt. Wenn nicht, musst du auch hin und her fahren. So, und dann brauchst du erstmal wieder ein Auto. Also PvP muss schon echt krass sein. Das ist schon ein bisschen zu heftig. Ja, wenn das nicht so ein schräger Boden wäre, ja. Ja, das wusste ich jetzt nicht mehr. Ich hätte echt... Okay, jetzt kann ich es hier sagen, ich bin komplett auf blauen Dunst hierher gelaufen. Ich wusste auch, dass es irgendwo hier oben ist. Dass ich das jetzt hier gefunden habe, das wundert mich ultra. Ich hatte dich, während der Fahrt habe ich dich geguckt auf mein Handy. Auch bei Bildern. Ich habe es nicht gefunden, so auf die Schnelle. Ist gut. Ja, gut, das war halt das, was ich dir mal zeigen wollte. Schon länger. Wenn man jetzt hier alles hochbaut, ja. Nur mal so ein Türmchen nach oben. Wie bei Rust. Und dann da oben, da ganz oben bauen auf dem Ding. Dann bist du safe. Wie hoch kann man den Turm hier eigentlich bauen? Wir haben schon Maximum. 3. 3? Ja. Okay. Also theoretisch 2 dann. Eigentlich brauchst du nicht springen. Oh, okay, toll. Wir kommen da nicht rüber. Wir müssen mal wieder hier, wie heißt das im Harz? Teufelsmauer. Da kletter ich wieder hoch. Ja, stimmt, da könnte man ja hochklettern. Muss ich nächste auch mal machen. Wie die mich alle angeguckt haben unten. Alter. Ja, da darf man nicht hochklettern normalerweise. Okay. Da darfst du nur mit Sicherung hoch. Ui. Da warst du ja mit Olli oben damals, ne? Nee, also... Olli war da noch nie mit bei der Teufelsmauer. War das nicht Olli das eine Mal? Nee, da waren wir da, wo ihr, da, wo ihr unbedingt wollt, dass ich mitkomme, aber ich hatte den Tag einfach keinen Bock, das war doch Olli auch nicht. Das, ja, aber das waren die Sandklippen, wo wir da waren. Ja, das ist die Teufelsmauer. Nein. Teufelsmauer ist doch was anderes. Sandklippen sind weiß. Teufelsmauer ist nicht weiß, also hat keine weißen Steine. Doch, bei der Teufelsmauer kommst du nachher bei dem Sandzeug dran vorbei. Das wüsste ich jetzt nicht. Also da, wo auch die, da wo diese geilen Höhlen sind, wo man doch, Nein, das kommt, das meine ich jetzt auch nicht, das ist auch nochmal komplett woanders. Ich meine diese Steinhöhle, diese genau, geile Fette. Genau. Ja, da ist ja auch der Berg zum Hochklettern. Genau, das ist Teufelsmauer. Genau. Ah, da ist ja kein Sand. War das nicht am Anfang? Nee. Okay. Gut, jetzt kommen wir wieder zurück. Ich dachte, ich dachte, das wäre ein bisschen geiler gewesen. Und vor allem müssen wir da nochmal hin, wo man diesen Dreirädern runterpelzen kann. Oh. Ja, was? Das ist mega. Ja. Wie schnell war ich? Was hab ich? Oh. Ich glaube, irgendwas 53 oder sowas, glaube ich. Hatte ich jetzt auch die ganze Zeit im Kopf, aber gut, das kann sein. Irgendwas mit knapp über 50 war es auf jeden Fall. Ja, mit meinem Fahrrad, den Brocken runter, das war grässlich, Alter, mit 87 km/h. Ja, du, das sollte man ja auch ein bisschen aufpassen, Alter. Ja, was soll denn passieren, außer abfliegen? Ja, genau. Ich kenne da wen, der hat sich mit Fahrradfahren schon 7 Rippen gebrochen. Mit einmal stürzen. Das musst du erst mal hinkriegen. Das ist kein Problem. Alter, du schleuderst wie in einer Waschmaschine. Ja.
Alter, wo bist du? Da. Hä? Rechts, wollte ich gerade sagen. Ich hab schon gesehen, dass du dich umgeguckt hast. Ich wollte eigentlich gar nichts sagen. Ich wollte auf einmal so tun, als ob ich gar nicht mehr da wäre. Behindert. Er hatte kurz eine Behinderung, tut mir leid. Schon Fehler, tut mir leid. Das war normal. Ach, wie bei der Serie mit dem kleinen Jungen, der das auch gehabt hat, immer dieses Wupp. Wie hieß die? Pommes? Hat ich dir das erzählt? Was? Dass ein Arbeitskollege zu einer neuen Arbeitskollegin, so halt, wie man es halt sagt, ach du Scheiße, das, ne? Ja. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich habe davon jetzt auch erst letzte Woche wieder was von gehört. Nee, also, Quatsch, diese Woche. Nochmal, ich habe das gerade nicht gerafft. Wie was? Also, ein neuer Arbeitskollege zu einer. Nein, ein Arbeitskollege hat, also eine Arbeitskollegin hat irgendwas gemacht und er hat dann gesagt, ach du Scheiße, was ist denn da passiert? So, ne? Sagt er so, ne? Ja, genau. Und sie hat das, ach du Scheiße, persönlich genommen und hat gedacht, du bist scheiße, so. Damit ist er hochgegangen. So. Der Chef muss reagieren. Am Ende hat er dann, der Chef, gesagt, dass das halt, das sagt jeder Mensch der Welt, jeder. Also da gibt es keine Ausnahmen. Ja. Dass sie wollte ihn wirklich anzeigen deswegen. Er hat gesagt, kannst du gerne machen. Das kannst du machen. Damit habe ich keine Probleme, weil es wird dir nichts bringen. Ja, das ging jetzt tatsächlich so weit, dass sie bei der Polizei war. Ob das so stimmt, weiß ich jetzt nicht, was jetzt kommt, weil sie arbeitet bei uns nicht mehr. Sie wurde rausgeworfen, aus diesen Gründen. Mhm. Und, naja gut, vielleicht auch noch aus mehr Gründen, die will ich jetzt hier nicht vertiefen. Alles gut. Und die Polizei hat dann gesagt, das ist halt eine Redewendung. Keine Ahnung, das sagt man halt so. Also, wow, sind wir ganz schön weit außen rumgelaufen. Ja, nur weil ich dir gefolgt bin, ey. Nichts, ja, keiner. Also jetzt ist eigentlich alles nichts mehr. Schlecht. Ist das dumm, oder? Natürlich ist das dumm. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, schreibt den Kommentar, wie es dir gefallen hat. Tschüss.